Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Küppersmühle, liebe Freunde der Kunst. Ich bin Claudia Kleinert, Sie kennen mich vielleicht sonst, eher aus dem Fernsehen und zwar aus den Wetternachrichten. Was mache ich jetzt hier? Naja, eigentlich würde ich jetzt hier eine ganz fantastische Ausstellung eröffnen, live mit einem tollen Publikum, mit Ihnen als Gästen, die danach die Ausstellung angucken, die hier ein paar Informationen bekommen über Hanne Darboven, über die Ausstellung der Regenmacher. Geht in den momentanen Zeiten alles nicht. Aber ich möchte trotzdem, dass Sie ein bisschen was mitbekommen von dem, was wir Ihnen hier zeigen, wenn es denn dann wieder geht. Liebevoll genannt werde ich ja öfter auch die Wetterfee, also auch so ein bisschen was wie jemand, der Wetter machen kann. Aber was hat Hanne Darboven mit der Regenmacher gemeint? Das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, bevor wir gleich das eine oder andere Werk uns anschauen. Für Hanne ist der Regenmacher die Personifizierung des Heilsbringers. Er wird verehrt als Schamane, als Zauberer, denn er kann die Quellen des Wassers entdecken und den Regen voraussagen. Eine existenzielle Gabe, denn ohne Wasser kein Wachstum, ohne Wasser kein Leben. Ja, bei so einigen Punkten bin ich auch dabei, da bin ich auch so ein bisschen Regenmacher, zumindest was die Vorhersagen angeht. Für sie ist der Regenmacher das übergeordnete Symbol für die Vereinigung von Kunst, Wissenschaft und Naturereignis. Und was das genau heißt, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich freue mich sehr, dass ich den Hausherrn hier und vor allen Dingen auch den Kurator der Ausstellung heute ein bisschen befragen darf zu Hanne Darboven und vor allen Dingen zum Regenmacher. Ganz ehrlich, auf den ersten Blick kann ich damit nicht viel anfangen. Also, da stehen verschiedene Worte nach Buchstaben jeweils kategorisiert. Nahrungsmittel, Nivea, Nationalsozialismus, Olympia, da geht es mit O weiter, dann geht es mit P weiter. Dann stehen da drunter Zahlen und da oben ist zum Beispiel Gable, klar Gable wahrscheinlich, die Nummer 78. Was heißt das? Also was ist das? Ich würde so gerne zu Clark Gable kommen und dir sofort Clark Gable zeigen, aber wenn man den Regenmacher verstehen will, dann muss man zunächst einmal das Gesamtgebilde sehen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, diese 34 Rahmen sind auf Millimeterpapier als Kästchen gezeichnet, dann hast du ein geometrisches Gebilde vor dir. Und Hanne denkt in geometrischen Gebilden. Sie schreibt nämlich Zahlen, sie verschriftlicht Zahlen. Und wenn sie jetzt hier Clark Gable präsentiert mit der Nummer 78, dann ist das das Ergebnis ihrer Zahlenkonstruktion, ihrer geometrischen Konstruktion. Und wenn du mal mitkommst, zeige ich dir. Also ich kenne das ja nun relativ gut, weil wir es in den letzten 14 Tagen hier gehängt haben. Unter der Nummer, weil Hanne ist alles durchnummeriert, unter der Nummer 78 findest du Elvis Presley, Charlie Chaplin und Clark Gable. Und das sind die Relikte für Reklame, für Werbung, für Kunst. Ja, und so hast du hier unter den 1386 Arbeiten 102 Fotografien, die sie in Auftrag gegeben hat, von Objekten, die sie gesammelt hat. Und alle diese Objekte sind die Objekte unserer Zivilisation, unserer Geschichte. Die haben was mit uns zu tun, weil sie nicht nur über die Zeit berichtet, die Hanne Darboven durchschreibt, sondern sie berichtet vor allen Dingen über uns, über dich, über das Kamerateam, über jeden, der diese Ausstellung besucht. Jeder wird hier eine Assoziation finden. Sich wiederfinden. Sich wiederfinden. Und das ist das Besondere an Hanne. Hanne ist eine Künstlerin, die uns den Spiegel vor Augen hält, indem sie die Zeit durchschreibt. Sie macht Zeit sichtbar. Nicht nur die tatsächliche Zeit, sondern die zivilisatorische Zeit. Ich sehe hier diese Kästchen. Ist das das, wovon du eben gesprochen hast, mit diesem Index und mit den Genau. Also zunächst einmal in den 60er Jahren, als sie in New York war, du musst dir vorstellen, ein 50 Quadratmeter großes Apartment. Hanne sagt, es ist alles gemalt, ich habe keine Lust mehr zu malen. Ich denke, was macht sie? Sie kauft sich Millimeterpapier und auf diesem Millimeterpapier zeichnet sie Kästen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und so ergibt sich durch das Aufzeichnen von Kästen eine Geometrie, eine geometrische Figur.
Ich habe vorhin, als ich alleine mal durch die Ausstellung gegangen bin, noch was gesehen, was mich sehr interessiert hat. Ich bin ja eigentlich Betriebswirtin. Soll und haben musste ich noch lernen, so eine GUV auszufüllen und so, ja, wie man abschließt und wie man dann mit dem Strich klar macht, da kommt nichts mehr drunter. Wir haben hier einen Teil, der heißt Soll und Haben. Und ich sehe da oben sogar so ein Kassenbuch, wie man es früher geführt hat. Und darunter sind Ihre klassischen Bögen, also Ihr Schriftzug. Was heißt das hier? Was ist das? Du erwähntest gerade den Begriff Gewinn und Verlust. Hanne stellt alles in Frage. Wir haben hier ein Kassenbuch aus dem Jahre 1932, 33, Kolonialwarengeschäft, kleines Geschäft, und da wird jeden Tag eingetragen, was wurde umgesetzt, was wurde eingenommen, was wurde ausgegeben, haben wir Minus gemacht, haben wir Plus gemacht. Das ist hier oben das, ne? Das sieht man da oben, das ist auch richtig geführt. Aber nur die ersten Tage des Jahres, und dann geht Hanne hin und schreibt dieses Kassenbuch weiter, indem sie in ihrer rhythmisierten Schreibweise diese Soll- und Haben-Spalten ausfüllt. Und im übertragenen Sinne, die Additionen ergeben alle das Zeichen, das wir noch aus der Schule kennen, das Richtigkeitszeichen, kein Fehler. Das heißt, sie, Hanne, verwandelt das Kassenbuch als Beleg für Erfolg und Misserfolg in das Buch der Kunst. Sie schafft einen Artefakt, der uns freistellt von Gewinn und Verlust. Er präsentiert uns die Kunst und gleichzeitig stellt sie die Frage nach dem Sinn und Unsinn unseres Handelns. Walter, du kanntest Hanne ja auch recht gut persönlich. Wie würdest du sie so mit drei Stichworten oder Schlagworten beschreiben als Frau, als Künstlerin? Eine konsequente, radikale, disziplinierte Frau, die es verstand, auf ganz besondere Weise Ratio und Emotion miteinander zu verknüpfen, auch zu verbergen, auch zu zeigen. Wahnsinn, ich hätte sie gerne kennengelernt, muss ich sagen, allein nach deinen Worten. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt gleich mit jemandem sprechen darf, der sie sehr gut kannte, der mit ihr große Ausstellungen gemacht hat, der auch mit ihr persönlich gut befreundet war. Gleich virtuell mit mir im Talk Klaus Honneff. Sie haben selbst mit ihr eine Ausstellung gemacht, ich glaube 1971, mit allein 200.000 Blättern, glaube ich. Ich habe sie nicht gezählt. Es war so ziemlich alles, was wir in ihrem Atelier vorfanden, schön in Leitzakten auch dann abgelegt. Und das wurde auch in Münster auf extra hergestellten Tischen präsentiert. Und wenn Sie sie da kennengelernt haben, ist sie eher so der disziplinierte Typ gewesen? Hanne war... Sie sagte mal sehr schön, ich bin keine Minimalistin, also ihre großen Freunde waren ja durch die Bank Minimalistin, ich bin Maximalistin. Und sie war eine große Sammlerin, auch mit der Tendenz, so eine Art Messie zu sein. Und wenn dann so eine Ausstellung zu Ende war, ist sie dann mit allen einen trinken gegangen und hat gelacht und getanzt oder eher so ein etwas zurückhaltenderer Mensch? Wir haben viel gelacht mit Hanna und wir haben auch hin und wieder gerne ein Glas Wein oder zwei getrunken. Aber am Tanzen kann ich mich weniger erinnern. Als letzte Frage, wir sind hier in der Ausstellung der Regenmacher. Ich bin hier quasi als die Wetterfee. Was macht denn für Sie das Phänomen des Regenmachers aus? Das ist eine generelle Antwort, die ich geben muss. Und es hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was Sie beruflich praktizieren. Das heißt, Sie versuchen aus vielen, vielen Modellen sozusagen ein Wetter zu destillieren, wie es vielleicht heute Abend oder morgen da ist. Und wir alle, wir Menschen gehen auf die Welt oder setzen uns mit dieser Welt zusammen, in der wir leben, indem wir Modelle entwerfen. Das heißt, unser Verhältnis zur Welt läuft über Modelle. Und bei Hanne Darboven wurden diese Modelle sozusagen verschriftlicht, sind also in schriftlicher Form sind sie niedergelegt worden, dokumentiert. Und das beinhaltet ein bestimmtes Weltverhältnis. Und der Regenmacher
ist insofern auch eine symptomatische Arbeit für Sie. Das ist jetzt keine Systematik im absoluten mathematischen Sinne, sondern wie die Mathematik ja auch ein Modell entwirft, so entwirft sie ein Modell und durch den genialen Trick, damit der Quersumme, die sie zum Schluss anwendet, schafft sie ein sehr persönliches System, das immer wieder in die Anfänge zurückfällt. Das ist der Unterschied also zu ihren Modellen. Die fallen ja nicht zurück, sondern die haben immer noch eine lineare. Ja, aber wir müssen auch immer zurückgucken, um zu verstehen, was in Zukunft passiert. Wenn wir nicht zurückgucken, können wir nicht nach vorne rechnen. Von daher passt es sehr gut. Das finde ich sehr spannend. Das ist der springende Punkt bei dem ganzen Darboven-Werk. Das heißt, es blickt immer wieder zurück in die Zukunft. Das ist manchmal auch das Beängstigende. Man guckt an ihre ganzen Zahlen und weiß, da ist das eigene Todesdatum fixiert, ne? Aber finden tut man es nicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es war mir eine riesengroße Freude, mit Ihnen zu sprechen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Lassen Sie sich vom Regenmacher bezaubern und kommen Sie, wenn wir denn wieder hoffentlich in Bälde hier eröffnen können. Ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Schauen Sie sich die weiteren Clips an, die in den nächsten Wochen hier zu sehen sein werden, um noch ein bisschen tiefer in das Thema und in die Werke einzusteigen. Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Schönen Abend, schönen Tag. Tschüss.